Hier ist der Seniorenkanal mit den Pflegenews. Im Studio Sibylle Bulacek. Fleidelsheim. Seit mittlerweile 6 Stunden wird mal wieder unser Senior Herr Bellis vermisst. Herr Bellis wurde zuletzt am Hauptausgang in Begleitung einer jungen, leicht bekleideten Dame gesehen. Es wird vermutet, dass es sich um eine Arbeitskraft aus dem Nachtclub Moulin Rouge in Ludwigsburg handelt. Wer hat Herrn Bellis gesehen und kann sachdienliche Hinweise geben? Rufen Sie uns an. Tierische Überraschung. Großen Anklang fand gestern der Besuch des örtlichen Hundevereins bei uns im Heim. Es wurde geschmust und gekuschelt. Leider vermisst Frau Lorsch vom Verein nach wie vor einen Welpen. Liebe Senioren, die Hunde waren bloß eine Leihgabe. Sollten Sie so ein kleines Wollknäuel bei sich im Zimmer haben, bitte sagen Sie unbedingt der Heimleitung Bescheid. Achtung Rollstuhl- und Rollatorfahrer! Auf dem Weg zwischen der Teeküche und dem Speisesaal hat sich ein Stau gebildet durch erhöhtes Verkehrsaufkommen. Grund ist ein Rollator, der nicht überholt werden kann. Es ist die Frau Spielmann. Frau Spielmann hört schlecht und ist äußerst langsam. Bitte nehmen Sie Rücksicht und schubsen und drängeln Sie nicht. Wir melden, wenn die Gefahr vorüber ist. Die Börse. Sieht schlecht aus. Das Wetter. Morgen weht ein leichter Südostwind, nein, Ostwestwind. In den frühen Morgenstunden kann es etwas regnen, aber schon mittags kommt wieder die Sonne raus und strahlt uns an. Das waren die Pflegenews. Bleiben Sie gesund. Elektroschlägle. Ihr Partner für TV, Video und Online-Computer.